Was geht ab, meine lieben Freunde? Bei Bushido geht jetzt alles Schlag auf Schlag, denn in 2 Wochen erscheint seine Doku unzensiert auf Amazon Prime. Nur wenige Wochen später folgt dann Sonny Black 2 und jetzt scheint das nächste Projekt vor der Tür zu stehen. Die Biografie trägt den Titel Anis und erscheint laut Amazon am 3. April 2022, gut 12 Jahre nach seiner letzten Biografie. Bushido selbst hat noch keine Infos preisgegeben, allerdings kann man auf Amazon sehen, dass Bushido das Buch zusammen mit Dennis Sand geschrieben hat, der in den letzten Jahren für so einige Promis geschrieben hat. Unter anderem hat er bei den Biografien von Montana Black und San Diego mitgewirkt und diese waren absolute Bestseller. Wie bereits erwähnt, ist es für Bushido nicht die erste Biografie, doch diesmal soll es eine ungeschönte Version sein. In der Beschreibung heißt es, Bushido ist ein Mythos, ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil der deutschen Popkultur. Er erschuf die Blaupause für modernen Gangster-Rap und hält sich seit über 20 Jahren an der Spitze des Genres. Bushido wird geliebt und gehasst, bewundert und gefürchtet. Aber das Leben des Anis Mohammed Ferchichi, das Leben des Mannes hinter der Kunstfigur, bleibt für viele noch immer ein Mysterium. In seiner Autobiografie erzählt Ferchichi nun seine ungeschönte Geschichte, losgelöst von der Kunstfigur, die er bis zuletzt für viele Menschen noch immer verkörperte. Ferchichi erzählt schonungslos offen, wie er werden konnte, was er heute ist, berichtet von seinen Ängsten und Fehlern, die ihn zu einem Menschen haben werden lassen, den er selbst verabscheute und die ihn in ein Leben treiben, das bis heute von Bedrohung, Hass und Polizeischutz geprägt ist. Wie findet ihr die Idee einer zweiten Biografie und freut ihr euch schon darauf? Schreibt es in die Kommentare. Kommen wir zu Omikar, für die, die ihn vielleicht nicht kennen sollten, er ist einer der heißesten Untergrundkünstler Deutschlands, der seit Jahren schon dabei ist. Der Leipziger mit kubanischen Wurzeln kennt das Leben abseits der Norm und wenn er was zu sagen hat, dann nimmt er kein Blatt vor den Mund. So postete er gestern mehrere Stories und appellierte an seine jungen Zuschauer, sich auf das Wesentliche zu fokussieren. Konkret schreibt er: Das Drogendealen an sich ist nichts Krasses. Jeder kleine Pico schafft es, mehrere Kilo gemüseartiges Material von A nach B zu bringen. Abwiegen und abpacken. Leute, das ist nichts Krasses und die Scheine zählen ist nichts Krasses. Es ist das Drumherum, die Politik, das Blut, was fließt auf dem Weg. Der Transport, die Routen klären A bis Z, alles kontrollieren zu können, das ist vielleicht krass. Aber wenn du nur ein Lümmel bist, der rumprotzt mit einer Neuner, die 1200 Euro kostet, die jeder dahergelaufene Pole dir in den Kofferraum schmeißt, bist du auch nicht krass. Zeug von Freunden zeigen macht dich auch nicht krass. Also rap nicht davon, lern aus diesen Worten, sonst besteht die Szene nur noch aus Lügner und Heuchler. Lasst euch nicht blenden, Kinders. Jeder kennt jemanden, der jemanden kennt. Das ist keine Kunst. Macht eure Schule, baut keine... Hört auf eure Eltern, auch wenn sie mal nerven. Nehmt keine Drogen, weil auch da müsst ihr mal raus, also spart euch das einfach. Macht eure Eltern stolz, nicht eure Freunde, außer es sind die wahren. Versucht das Beste im Leben zu schaffen. Macht Familien, werdet glücklich und gebt eurem Leben einen Sinn. Meine Brüder und Schwestern, ich bin kein Heiliger, aber vielleicht helfe ich dir damit. Auf jeden Fall starke Worte von Omik. Gestern Abend ging das lang ersehnte Interview von Belasch und Burak online. Unter anderem sprach Onkel B darüber, weshalb es zu den Streitigkeiten kam. Aus seiner Perspektive war der ausschlaggebende Grund, als Flair zum 3. Mal im 100% Real Talk Podcast zu Gast gewesen war. Das Auftreten empfanden die Gastgeber als respektlos. Ein Satz sorgte vor allem für Stirnrunzeln, nämlich: Allein meine Kette hat dich geburnt. Und genau diesen Satz greift Flair in einer leicht abgeänderten Form auf, nur einen Tag nach dem Interview, und postet ein Bild von sich mit seiner Agro-Kette und schreibt dazu: Stell dir vor, dass meine Kette dich burnt. Hashtag zitter nicht. Das heißt, der Beef wird wahrscheinlich nicht so schnell enden. Aber was denkt ihr darüber? Schreibt es in die Kommentare. Peace out.